Und einer, der gerne mal Mäuschen spielt, zumindest bei der FÖ, ist Gerald Gross, kennt sich aus in allem, was dort gesprochen wird, hat immer die Insider-Infos, auf die alle anderen scharf sind. An dieser Stelle herzlich willkommen und schön, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Schönen Vormittag, herzlichen Dank. Wie geht es Ihnen denn momentan, wenn Sie all diese Meldungen über die Gespräche mit dem Bundespräsidenten sehen und dann zeitgleich hören, dass sich Babler und Nehammer da geheim auf ein kleines Mittagsbierchen, oder ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass er zu Mittag ein Bier trinkt, also auf ein Glas Wasser treffen und sich kennenlernen. Wie geht es Ihnen denn mit dieser Berichterstattung, was für ein Gefühl haben Sie dabei? Was glauben Sie, in welche Richtung sich das alles entwickelt? Ein Gefühl der Wut, ein Gefühl der Ohnmacht, dass das Wahlergebnis vom vorigen Sonntag, des 29. September, von den politischen Eliten unseres Landes nicht ernst genommen wird, nicht verstanden wurde und auch nicht umgesetzt wird. Und eine Wut auf das politische Establishment, das zwar die Schönheit der Demokratie lobt, aber die einfachsten demokratischen Grundsätze nicht vollziehen kann. Und der einfachste demokratische Grundsatz ist, wie es der Usance dieser Republik entspricht, der Wahlsieger, in dem Fall die Freiheitliche Partei mit knapp 30% und Spitzenkandidat Herbert Kickl, soll vertrauensvoll Regierungsverhandlungen führen und alle anderen Parteien sollen danach trachten, dass diese Regierungsverhandlungen zu einem Erfolg führen, nämlich für Österreich. Derzeit sehen wir wieder, dass die parteipolitischen Interessen im Vordergrund stehen und nicht die staatspolitischen Interessen. Und das ausgerechnet von zwei Parteien, nämlich ÖVP und SPÖ, die eigentlich immer die staatspolitische Verantwortung auf ihre Fahnen geheftet haben. Also Sie werten das Ganze jetzt schon so, dass es eigentlich ausgemachte Sache ist, dass die FPÖ nicht in eine Regierung kommen wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, dass seit vorigen Sonntag, und Andreas Babler war ja bei der ersten Reaktion sehr verräterisch, indem er gesagt hat, es wird ja heute bereits damit begonnen, Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ zu führen. Ich glaube, dass Alexander Van der Bellen eine zentrale Rolle spielt, der in Wahrheit den grünen Parteisekretär abgibt, aber nicht den Bundespräsidenten, der auch nicht mehr die Interessen der Bevölkerung vertritt. Das muss man in dieser Härte auch sagen. Wir haben in der Präsidentschaftskanzlei einen Amtsinhaber sitzen, der so weit weg von den Problemen unseres Landes ist, wie selten einer zuvor. Wir dürfen nicht vergessen, die letzten Tage wurde Ruch, dass 30 Milliarden Euro oder mehr in unserem Budgethaushalt fehlen. Das heißt, wir wurden von der ÖVP vor der Wahl belogen. 95% der österreichischen Haushalte sind 2024 ärmer als 2023. Die Inflation, die Rezession schlägt durch. Wir haben die Wirtschaftsprognosen für 2024 und 2025. Wir haben einen Wirtschaftsrückgang. Das heißt, der BIP geht zurück. Das heißt, weniger Steuereinnahmen, noch mehr Schulden. Wer Bruno Kreisky als den Schuldenkanzler betitelt, sollte sich selbst bei der Nase nehmen und einmal darüber nachdenken, wie er Österreich in dieses Budgetdesaster geführt hat. Wir haben auf der anderen Seite diese Geschichte mit der Unterwanderung. Wir lesen es ja jeden Tag. Irgendwo fliegt eine Axt in den Kopf eines anderen. Eine Gynäkologin wird umgebracht. Eine gepflegte Messerstecherei passiert. Millionen von Menschen fühlen sich in diesem Land nicht mehr zu Hause. Sie erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr. Und diese Millionen von Menschen haben eigentlich am 29. September gesagt, wir wollen eine Wende. Jetzt bekommen sie keine Wende, sondern sie bekommen das Beste aus drei Welten. Das ist jetzt dann intergalaktisch bald. Also das heißt, einmal ÖVP, kaum mit SPÖ kompatibel, aber es wurscht. Und dann hast du noch den entzundenen Appendix, den Blinddarm, nämlich die Pinken, die quasi den Steigbügelhalter für ein altes großkoalitionäres System machen, das keine Wählerzustimmung mehr hat. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen die Gegenmeinung hier vertreten und sagen, na ja, die FPÖ könnte ja durchaus regieren und zwar ziemlich rasch mit der ÖVP, wenn nur Herbert Kickl zurücktreten würde und wem anderen den Weg zum Bundeskanzler freimachen würde oder den Weg zum Vizekanzler. Ich glaube, das wäre der ÖVP wahrscheinlich lieber, nicht der FPÖ, aber der ÖVP. Wie wahrscheinlich ist denn dieses Szenario, dass sich Herbert Kickl da ein bisschen in die Enge treiben lässt und es womöglich tatsächlich so weit kommt, dass er sagt, zum Wohle des Landes, damit wir eine Regierung kriegen, die uns mehr bringt, als wie noch einmal ein Linksruck mit der SPÖ, trete ich zurück und mache die Rolle des Clubobmanns und, oder bleib Parteichef und lass wen anderen Kanzler werden oder Vizekanzler werden. Wenn die Österreichische Volkspartei und im speziellen Karl Nehammer ein emotionales Problem mit Herbert Kickl hat und damit die gesamte ÖVP in Geiselhaft nimmt, weil er offenbar psychisch nicht in der Lage ist, mit Herbert Kickl sich an einen Tisch zu setzen, dann ist es in erster Linie ein Problem der Österreichischen Volkspartei, dass diese Partei mit ihrem eigenen Parteiobmann hat. Aber kann niemals ein Problem des Herbert Kickl sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn es der Österreichischen Volkspartei darum geht, konservative Werte in der Regierung umzusetzen, sie aber mit Herbert Kickl nicht können, dann habe ich eine wunderbare Idee. Sie stützen eine freiheitliche Minderheitenregierung.
Herbert Kickl stellt den Kanzler, die FPÖ stellt die Regierung. Es kommen ein paar unabhängige ÖVP-Experten zum Zug, die in die Regierung eingeladen werden. Und die ÖVP, die mit Kickl persönlich nicht kann, zieht sich auf die staatspolitische Verantwortung zurück und sagt, jawohl, wenn eh unsere Kernthemen umgesetzt werden, dann stützen wir eine freiheitliche Minderheitenregierung. Sehen Sie, genau das ist ebenso unmöglich, wie es unmöglich ist und im Übrigen auch nicht statthaft ist, den Wahlsieger aufzufordern, zurückzutreten. Es ist die moralische Verpflichtung der Wahlverlierer zu gehen. In jedem anderen Land, Frau Fröhlich, in jedem anderen Land der Welt tritt ein Parteichef und Spitzenkandidat bei einem Verlust von 11% in der Sekunde zurück. Nur in Österreich nicht. Da picken sie einzementiert wie die Klimakleber auf der Straße. Da haben sie sich an Uhu und an Zement angetiegelt, was logisch ist. Wo soll der Karl Nehammer hin? Zum Fützmeier ein Rhetorikseminar geben? Entschuldigung, glaubt ihm doch keiner. Die bekommen doch alle in der Wildbahn der freien Privatwirtschaft, außer vielleicht bei Agrana oder sonst wo, kriegen sie ja keinen Job mehr. Seien wir uns doch einmal ehrlich. So, und das ist das Hauptproblem. Wir haben Zivilversager in der Regierung, die außerhalb des politischen Bereichs in Wahrheit verarmen würden. Das sind ja geistig Obdachlose und ökonomisch Obdachlose. Und das ist unser Hauptproblem. Deswegen gehen sie auch nicht. Wo soll denn der Herr Babler hingehen? In sein Eigenjagd nach Dreiskirchen und Bürgermeister spielen? Das tut er doch auch nicht. Jetzt hat er gerade die große weite Welt gerochen, jetzt will er Vizekanzler werden. So, und das ist das Hauptproblem. Eigenegoismen werden vor der Staatswohl gestellt. Und da ist die Freiheitliche Partei derzeit das einzige stabil. Ruhig, wie man es im Übrigen von der Freiheitlichen Partei kaum kennt, ruhig, staatstragend. Kickl hat nach allen Seiten hin die Hand ausgestreckt. Und wenn diese Hand nicht ehrlich angenommen wird von der ÖVP, dann gnadet diese ÖVP bei der steirischen Landtagswahl Gott. Davor ist auch noch die Vorarlberger Landtagswahl. Über beide Wahlen werden wir gleich sprechen. Eine kurze Frage würde ich noch gerne stellen. Wie werten Sie denn dieses Foto von Karl Nehammer mit Giorgia Meloni? Auf der einen Seite sagt der Kickl einen Danke, auf der anderen sagt der Giorgia Meloni ist meine beste, also meine Freundin, nicht meine beste, aber ist meine Freundin. Das ist ja eigentlich ein bisschen eine Doppelmoral. Na, wirklich? Die ÖVP und Doppelmoral? Nein, noch nie gehört in den letzten 75 Jahren. Ja, es ist schon sehr eigenartig. Giorgia Meloni ist die Chefin einer tatsächlich faschistischen Partei. In der Tradition von Benito Mussolini, dem Allianzpartner von Adolf Hitler. Wie Giorgia Meloni angetreten ist, wurde sie international geächtet als die Faschistin mit Mussolini-Enkelin und wie das alles dort heißt. So. Jetzt macht die Giorgia Meloni auf europäischer Ebene das, was Ursula von der Leyen will. Sie wird exkulpiert vom System und ausgerechnet Karl Nehammer fährt zu Giorgia Meloni und geht auf ein gepflegtes Abendessen. Da sollte man sich seinen Teil dabei denken. Apropos Teil dabei denken, die Landtagswahlen in Vorarlberg am kommenden Wochen und dann in knapp 6 Wochen in der Steiermark, die stehen an. Wie glauben Sie denn, werden diese Wahlen laufen? Fangen wir vielleicht einmal in Vorarlberg an. Es ist ja eigentlich ein sehr tiefschwarzes Bundesland, traditionsgemäß. Also hier einen blauen Erdrutschsieg einzufahren, wird äußerst schwierig. Aber ist die Wahrscheinlichkeit gegeben? Don't know. Ich glaube, dass die Freiheitliche Partei in Vorarlberg und alles, was ich bisher gesehen und gehört habe, sehr erfolgreich unterwegs ist. Es hat jetzt am Wochenende eine Veranstaltung gegeben, das war ein Familienfest, um 1000 Leute und der Landeshauptmann ist vor 50 Leuten gestanden. Ich glaube, dass die Freiheitliche Partei in Vorarlberg natürlich sehr davon profitiert, von diesem Bundestrend, den derzeit Herbert Kickl die letzten 3-4 Jahre mit klaren Standpunkten eingeleitet hat. Und ich glaube, dass die Freiheitliche Partei sehr nahe an die Österreichische Volkspartei in Vorarlberg heranreichen wird. Das glaube ich schon. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum die FPÖ in Vorarlberg kein Duell ausgerufen hat. Das kann man schon. Wenn man nur mehr 2% hinter der ÖVP liegt, dann kann man das Duell um den Landeshauptmann ausrufen. Das hätte ich mir beispielsweise erwartet. Aber gut, Vorarlberg ist nicht der Nabel der Welt. Also Vorarlberger Wahlzahl und die Wahlzahl des Bezirks Lietzen in der Obersteiermark ist ungefähr ident, nur damit wir das einmal alles ein bisschen in die Reihe bekommen. Keine Beleidigung an die Vorarlberger. Ich liebe Vorarlberg, es ist ein wunderschönes Land. Gell? So, ja, St. Christoph-Bruderschaft, Vorarlberg. So, aber, zweiter Punkt. Das Wesentlichere wird die steirische Landtagswahl werden. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Das ist 1 Million Wähler. Die ja, da kann man jetzt jeder marschieren. So. Da muss man sagen, Mario Kunasek sägt nicht am Stuhl von Christopher Drexler, sondern er bringt seinen eigenen Stuhl mit, so wie es ausschauen wird. Er marschiert da definitiv in Richtung 40%, scheint nicht mehr unwahrscheinlich. Vielleicht noch eine Größe, die doch heftig ist, aber er marschiert voran. Zeigen auch die ersten Umfrageergebnisse nach der Wahl, dass es für die FPÖ einen weiteren Aufwärtstrend gibt seit der Wahl. Was erwarten Sie sich für die Steiermark? Naja, in der Steiermark haben wir nicht nur einen sehr erfolgreichen Bundestrend
durch Herbert Kickl, sondern wir haben einen sehr erfolgreichen Landestrend durch Mario Kunosek der letzten 4 Jahre. Warum? Weil dieser Mensch ein sehr blitzfleißiger Mensch ist, sehr viel arbeitet, Tag und Nacht unterwegs ist und tatsächlich Politik macht. Tag und Nacht diese Bretterbord. Ein Punkt. Der zweite Punkt, er setzt thematisch die 3 wichtigsten Themen in der Steiermark, Gesundheitspolitik, Spitälerschließungen, die körperliche Unversehrtheit der Menschen, die Gesundheitsversorgung, das ist ein Hauptthema, Leitspital Lietzen etc., die Schließungswut durch Christopher Drexler, der Spitäler geschlossen hat, wie Kreisverkehre gebaut hat oder Blumenschmuckwettbewerbe ausgerufen hat. Also all das, diesen Wahnsinn, muss man aufdecken. Der zweite Punkt ist die Zuwanderung. Auch in Graz ein Riesenthema, brauchen wir nicht reden. Gries, Eckenberg etc., das sind teilweise problematische Bezirke. Der dritte Punkt, Rezession, Verarmung der Bürgerinnen und Bürger. Und das gepaart mit dem Kunasek und dem Stefan Herrmann, seinem loyalen Landesparteisekretär der Nummer 2, die bilden ein Team und machen das seit 4 Jahren besonders gescheit. Und auf der anderen Seite hast du Christopher Drexler, der am Wahlabend zur Nationalratswahl die Kutzpe hat und sich hinstellt und sagt, mir ist das Wahlergebnis wurscht, wir machen wieder rot-schwarz. So. Und da ist die Wut jetzt unendlich groß. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es dort nicht knapp wird. Also ich habe auch gesagt, die Nationalratswahl wird nicht knapp. Alle haben von Kopf-an-Kopf-Rennen gesprochen. Ich war, glaube ich, am Wahlabend der Einzige, der richtig gelegen ist. Da wird es nicht knapp, sondern dort wird es wirklich einen gewaltigen Abstand geben, weil die Leute haben in der Steiermark die Nase von der ÖVP sowas von voll. Jetzt sind Sie natürlich auch selber Steirer. Jetzt darf ich da mal nachfragen. Wir haben jetzt in Österreich im Nationalratswahlkampf die Zeit vor dem Hochwasser erlebt und die Zeit nach dem Hochwasser im Nationalratswahlkampf erlebt. Und das Hochwasser hat natürlich, ist einfach so dem Bundeskanzler ein bisschen Auftrieb verschafft. Ja. In der Steiermark gibt es immer noch Menschen, haben Sie mir selber erzählt, die bis heute kein Geld bekommen haben, nachdem sie Hochwassergeschädigte waren. Macht das jetzt schon einen Unterschied? Ich möchte das Wort ungern verwenden, aber gibt Steirer, die sich, ich sage es jetzt trotzdem, auch wenn jetzt die Zuschauer wieder anrufen, sagen, die Moderatorin nimmt ein unmögliches Wort in den Mund, aber gibt Steirer, die sich verarscht fühlen, wenn sie sich anschauen, wie es in Niederösterreich läuft und wie es in der Steiermark läuft? Ich habe gestern die Geschichte eines Einfamilienhausbesitzers gehört, dessen Haus in Dullen steht und dessen Küche bis zur Küchenfront samt seiner Wohnzimmer-Couch und allem, was da drinnen war, unter Wasser gestanden ist. Am Ende wird er von seinem Schaden möglicherweise nur 20% bekommen. Er wird das gesamte Haus in Wahrheit noch einmal aufbauen müssen, vielleicht sogar niederreißen und noch einmal aufbauen müssen. 20% bekommt er. Wie das ein Mensch stemmen soll, weiß ich selbst nicht. Ich könnte es nicht, weil ich nicht dieses Sparguthaben hätte, mein Haus noch einmal aufzubauen. So. In der Steiermark haben wir das ähnliche Problem. Vor einem Jahr schwimmte uns Heimschuh und Kleinstädten und ich weiß nicht, was alles weg, groß-klein drüben. Und dort warten noch immer Leute auf Entschädigung. Und sehr viele Leute haben vielleicht nur 10% oder 20% oder 30% Entschädigung bekommen. Und jetzt ist nicht nur die Dramatik da, dass die Menschen kaum eine Entschädigung für ein unverschuldet verlorenes Hab und Gut haben, sondern dass sie sich belogen fühlen. Weil es war der Karl Nehammer und es war der Christopher Drexler, die in Gummistiefeln in Heimschuh gestanden sind, neben dem Bürgermeister und dem Polizeichef und gesagt haben, wir garantieren, so wahr Gott helfe und so wahr unser Wort wahr ist, vor der heiligen Jungfrau Maria und der ÖVP-Dreifaltigkeit, die bekommen alle 100% von ihrem Schaden. Ich kenne die Geschichte eines Weinbauerns, wo der ganze Hang abgerutscht ist. Der wurde bis heute nicht aufgebaut, weil die Landesregierung, die vor Ort war und gesagt hat, wir helfen dir, dass du deinen Hang wieder stützen kannst, bis heute nichts getan hat. Und das ist diese Verlogenheit. Und ich glaube, wir sind jetzt im Jahr 2024 an einer entscheidenden Wende, psychisch auch gesehen. Die Menschen hassen diese Sonntagsredner, diese Verlogenheit, diese Oberflächlichkeit und rechnen von Mal zu Mal ab. Also große Abrechnung auf allen Seiten. Sie wissen, heute ist wieder großer Tag für Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er bekommt wieder mal Besuch in der Hofburg. Und da schalten wir zu meinem Kollegen David Hermann Meng. Gleich 2 kommen heute wieder auf Besuch in die Hofburg. David, wer wird das sein und vor allen Dingen wann? Ja, zunächst einmal um 10.30 Uhr, da ist es die erste Parteichefin, Beate Meindl-Reisinger von den Neos. Sie, wenn man so will, neben der FPÖ die einzige Wahlgewinnerin auf zwar bescheidenem Niveau, aber die Liberalen, die haben bei dieser Nationalratswahl zugelegt und die Neos, die möchten ja allenfalls auch Regierungsverantwortung übernehmen. Beate Meindl-Reisinger selbst, die hat sich ja zuletzt ziemlich echauffiert über das Budgetdefizit und die Zahlen. Sie hat wörtlich gesagt, man habe hier auch gelogen.
Augen. Und sie sagt, es dürfe hier keine Reformverweigerer mehr geben, sondern in Zukunft müsse eine Reformpolitik auch gemacht werden. Und die müsse natürlich auch ein Auge darauf werfen, wie das Budget hier dementsprechend auch zu berechnen ist. Denn nach einigen Prognosen, beispielsweise der WIFO, könnte das Ganze ein noch größeres Loch sein. Von bis zu 4% minus sind hier auch die Rede. Nach Beate Meindl-Reisinger, die möglicherweise ein Statement abgeben wird, wird dann Werner Kogler erwartet, der grüne Parteichef, der der fünfte war in dieser Runde. Und Werner Kogler, der ja jetzt noch Sportminister ist, Vizekanzler gibt es ja nach der Demissionierung nicht mehr, der wird sicherlich nicht nur sportlich nehmen, sondern der wird mit seinem einstigen grünen Parteikollegen natürlich auch genau besprechen, was es aus seiner Sicht braucht, Stichwort Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und all diese Dinge. Aber ob die Grünen in einer Regierungsverhandlung dann noch eine Rolle spielen werden, das wird man sehen. Auf alle Fälle lange Gespräche, die heute abgeschlossen werden, und wir sind vor allem natürlich gespannt, nicht nur auf die Statements der Parteichefin und des Parteichefs, sondern auch, ob Alexander Van der Bellen eine Rede halten wird oder ob er es vorzieht, nach dieser ersten Runde nichts zu sagen. In den letzten Tagen ist man davon ausgegangen, dass Van der Bellen sich äußern wird. Gestern hieß es, die Chancen stehen 50-50, dass Van der Bellen tatsächlich dazu Stellung beziehen wird. Also ein spannender Tag in der Hofburg, die Runde mit den Parteichefs, Runde 1 in diesem langen Marathon ist mit dem heutigen Tag dann abgeschlossen. Herzlichen Dank, David Hermann Meng. Ich möchte bei einem Wort, was David hier in die Runde geworfen hat, kurz bleiben, und zwar bei jenem des Kassasturzes und des Budgetloches. Beate Meindl-Reisinger hat ja vor der Wahl immer wieder gefordert, man möge vor der Wahl noch diesen Kassasturz machen. Jetzt kommt er erst nach der Wahl. Sie haben selber schon in dieser Sendung angesprochen, das Loch, was sich da auftut, ist ein Milliardenloch, ein zweistelliges, und das wird den Österreichern wehtun. Jetzt meine Frage an Sie, wäre es tatsächlich das Schlechteste für die FPÖ, wieder in eine Opposition zu gehen? Weil wenn ich mir dieses Budget anschaue, dann kann ich ja ohnehin sämtliche Vorhaben, die für die Bürger wären, fast gar nicht umsetzen. Denn wir haben einfach nicht mehr das Geld, wir werden sparen müssen. Wäre das nicht ein leichteres für die FPÖ zu sagen, wir lassen die anderen ihr Ding fertig an die Wand fahren, würde ich jetzt sagen, und schaue mir das quasi fußfrei erste Reihe an und komme damit noch mehr Schwung zurück bei den nächsten Wahlen? Ist parteipolitisch die richtige Antwort? Zweifelsohne, aber nicht staatspolitisch. Staatspolitisch ist eine Partei nicht dazu da, zum Selbstzweck, sondern staatspolitisch ist eine Partei da, das auch umzusetzen, was sie in einem Wahlkampf konzipiert hat und wofür sie gewählt worden sind. So, das heißt, die Aufgabe der Freiheitlichen Partei ist es, das umzusetzen, was notwendig ist. Und notwendig ist auch, das Budget zu sanieren. Aber dann beginne ich gleich einmal damit, dass ich Sky-Shield um 6 Milliarden Euro abblase, das wir uns nicht mehr leisten können. Dann beginne ich gleich einmal damit, dass ich die Ukraine-Hilfe in der Höhe von 3 Milliarden Euro endlich einfriere und abblase. Da gibt es genug Projekte, wo ich allein hier in dem Studio, ohne dass ich Einblick in das Budget habe, in 5 Minuten gemeinsames Brainstorming, wir beide 30 Milliarden Euro einspare. Nämlich alle diese Projekte, die Rot und Schwarz und auch die Grünen gegen die Bevölkerung gespielt haben. Was ist denn mit dem Klimabonus an die Asylwerber? Ja, so, was sind die 8 Milliarden Euro, die uns die ganze Migrationskiste kostet? Es kostet eine Grenzkontrolle, Polizisten vom Weihnachtsmarkt, wo sie die Terrorgefahr abwehren müssen, wieder zur Grenze zu schicken und zu sagen, wer die Gefahr gleich an der Grenze hat, kostet uns nichts, außer das Kilometergeld von 200 Euro von Wien bis nach Spielfeld oben. So, das ist alles möglich, wenn man einfach logisch und weniger ideologisch an die Sache rangeht. Diese Projekte hat die Freiheitliche Partei vor. Das heißt, staatspolitisch könnte sie es. Parteipolitisch, und da haben Sie mit Ihrer Frage ja vollkommen recht, wenn alle anderen Parteien den Wählerwillen mit den Füßen treten, dann wird die Freiheitliche Partei auf der Oppositionsbank diese Regierung das nächste Jahr vor sich hergeißeln, das haltet genau ein Jahr, und dann kommt der Herbert Kickl mit 35-40% zurück. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich sage das seit 2 Wochen. Wie groß rechnen Sie sich denn die Chancen aus, dass eventuell die Grünen noch einmal in einer Dreierkoalition zurück in die Regierung können, oder kann man das abschreiben? Also, noch einmal, ich bin weder Mitglied des Erhaltungsvereins der Lilliputbahnen, ja, besuche auch kaum Minimundus, kenne mich daher in der Zwergenwelt nicht aus, aber unter uns gesagt, ich glaube, die Chance ist gering, wiewohl es ist egal, ob da jetzt die Grünen der Mehrheitsgarant sind, ja, der Steigbügel heute oder die Neos, ist vollkommen wurscht. Weder die Grünen noch die Neos haben in einer alten
kleinen, großen Koalition von SPÖ und ÖVP was zu sagen. Die können ihre Stimmen abdrucken, aber das war es dann auch schon. Die NEOS haben jetzt gesagt, sie wollen mit allen Parteien nach der Wahl Reformgespräche führen. Finden Sie das eine gute Idee? Ja, 8%. 8% haben die NEOS gewählt. Nach der alten Rechnung, die jetzt überall auftaucht, wer nicht die NEOS gewählt haben, 92% nicht. Ich glaube, die Frau Meindl-Reisinger, also ich weiß schon, da ist jetzt ein bisschen eine Hyperaktivität da. Der Parlamentsclub ist in Wahrheit gespalten. Die eine Hälfte will nicht in die Regierung, die andere Hälfte will in die Regierung. Jetzt möchte sie irgendwie Arbeitsamkeit und vorweisen und plötzlich die Reformen angehen und alles drum und dran. So, kann sie ja. Für ein paar PR-Fotos wird es reichen, aber Substanzielles zur Verbesserung dieser Republik können die NEOS am Ende nicht leisten. Und das wissen wir. Das ist genauso zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben in Wahrheit, was die bekommen haben. Gerald Gross, herzlichen Dank für Ihre Expertise und die Zeit, dass Sie sich für das Studiogespräch genommen haben.